Von ganzem Herzen freuen wir uns, dass wir uns immer wieder versammeln dürfen im Namen Jesu Christi. Freuen uns über seine Schöpfung, auch über so einen schönen Baum, der wunderbar anzusehen ist. Aber es soll nicht bei dieser Freude bleiben, sondern es soll die Freude am Herrn unser ganzes Leben überkleiden. Und das ist auch der Predigttext zum heutigen Sonntag aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, wo der Apostel Paulus sagt und ausruft: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Diesem Text voraus geht ja die Aussage des Apostel Paulus, in der Bereitschaft zu stehen, dem Heiland zu begegnen. Er spricht von sich selbst und sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, dass ich es ergreifen möchte. Er vergisst, was da hinten ist und streckt sich aus nach dem, das da vorne ist. Er jagt nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das hat er im Auge für sich, das hat er im Herzen in großer Freude und das wollte er auch der Gemeinde Kraft des Heiligen Geistes mitteilen. Diese Freude im Advent soll die größte sein in eurem Leben. Wir kennen so manche Freuden, die wir erleben auch im Familienkreis, Kind und Enkelkind. Wir grüßen einander gern, freuen uns besonders über die kleinen Kinder, die da aufwachsen, wie putzig sie sich manchmal benehmen und bewegen. Es ist alles schön. Aber es ist nicht das Wichtigste für ein Kind Gottes. Die größte Freude ist die, Jesus begegnen zu können. Und weil diese Freude ständig getrübt werden soll, müssen wir diese Ermahnung im Herzen zulassen, die Freude am Herrn zu suchen und zu leben. Sie steht über allem, sie ist unsere Zukunft, sie ist die Leuchte auf dem Weg zur himmlischen Heimat. Wenn wir in unsere Zeit hineinschauen und in das Leben der einzelnen Menschen, dann müssen wir ja feststellen, mit wahrer Freude ist es nicht weit her. Ist es nicht weit her? Überall kommen uns ja Klagen und Sorgenberichte, Unzufriedenheit. Und darüber hinaus noch Nachrichten über Kriegsgefahren und mancherlei Ängste zu Ohren. Wir hören kaum etwas Positives. Kaum jemand ist da, der sagt, ich freue mich, dass ich hier leben kann und dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ängste sozialer Art. Schwierigkeiten mit dem Lebenspartner, mit der Familie, mit dem Beruf. Alles scheint Vorrang zu haben. Aber von diesem allem sollen sich Kinder Gottes nicht beeinflussen lassen. Freut euch in dem Herrn. Das ist die Aussage im Advent, die Tragkraft hat. Freut euch im Herrn. Denn da gibt es all das, was die Welt sonst produziert und hervorbringt nicht.
Die Freude im Herrn überdeckt alles. Gott lässt allerdings diese Fragen bei den Menschen zu, über Sorgen, über Fragen der Unruhe in dieser Welt, damit sie sich an ihm orientieren. Gott lässt Schwierigkeiten zu, auch manchmal in unserem Leben, damit wir zurückgeführt werden im Advent, in diese Freude am Herrn. Er drückt und drängt uns manchmal, um zu sagen, siehst du, ohne mich kommst du nicht voran. Ohne mich hast du kein Leben, was mit Freude erfüllt ist. Ohne mich hast du nur irdische Ziele, aber keine himmlischen vor Augen. Dazu dienen auch die Bedrängnisse in unserem eigenen Leben oftmals. Der Ruf ist mit diesen Schwierigkeiten verbunden. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Ruf, der Tag und Nacht durch diese Welt geht. Aber wer will ihn hören? Lasst euch versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten, freut euch in Gott. Da seid ihr zu Hause. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm gerecht würden. Solche Gerechtigkeit haben, die vor dem himmlischen Vater gilt. Nicht irgendeine Gerechtigkeit. Wir versuchen ja alle irgendwo anständige Menschen zu sein, regen uns vielleicht auch auf, dass unsere Mitmenschen noch nicht mal die Grundregeln des guten Verhaltens an den Tag legen. Vielleicht sogar unterhalb der Gläubigen. Aber hier geht es nicht um diese Form der Gerechtigkeit, wie man miteinander umgeht, sondern um die Gerechtigkeit, die Gott anerkennt, wie wir mit dem Angebot Gottes umgehen, ob wir auf seiner Seite stehen wollen, ob wir uns freuen über diese Gerechtigkeit, die wir bekommen haben in Jesus Christus, damit wir aufsteigen können in den Himmel. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie freudig ein Prophet Elia gewesen sein muss, der plötzlich mit feurigem Wagen, die vom Himmel kam, aufgenommen wurde und in den Himmel gebracht worden ist. Muss herrlich gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er groß erstmal noch Reden geschwungen hat, ob das jetzt nötig ist und wie, was soll ich mit diesem Wagen fahren und so. Der war einfach froh. Und ich glaube auch, ein Henoch war froh. Und viele andere, die aufgenommen worden sind in die Herrlichkeit, waren froh. Und die wollen nicht mehr eine Sekunde zurückkommen. Auch wenn wir Menschen das immer so gerne hätten. Ach, wäre der doch noch da und der noch da. Ach, der fehlt mir jetzt. Wenn wir sie fragen würden, würden sie sagen, Freude am Herrn wäre deine Kraft und Stärke. Ich fehle dir nicht. Dir fehlt die Freude an deinem Gott. Denn ich will nicht zurück zu dir, würden sie uns antworten. Ich bin zu Hause, wo es viel besser ist. Und daran wollte der Apostel Paulus auch erinnern. Er wollte die Gläubigen ermahnen und rufen, seid doch auch immer solche, die bereit sind, dem Herrn entgegenzugehen zu jeder Zeit. Martin Luther hat das mal so kommentiert, dass Paulus sich wiederholt, indem er sagt, und abermals freut euch, ist sehr nötig, denn wir leben mitten unter Sünden und Übeln, die uns beide zur Traurigkeit treiben wollen. Und mitten hinein will uns der Apostel aufrichten, dass wir doch die Freude in Gott stärker sein lassen als die Traurigkeit. Christus immer größer sein lassen als unsere Fehlerhaftigkeit. So wie es auch Johannes in seinem ersten Brief schrieb, wenn doch jemand sündigt, dann soll er nicht weiter in der Traurigkeit hängen bleiben, sondern er soll wissen, er hat einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus,
der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung. Die Traurigkeit soll verschwinden. Sie soll keinen Platz im Leben der Gläubigen haben, auch wenn sie uns manchmal beschleicht. Wir bekennen das ganz frei, aber sie soll sich nicht beherbergen. Sie soll durch Glauben wieder herausgetrieben werden. Und die Dankbarkeit und Freude zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus soll dominant sein. Denn Freude ist der Ausdruck eines ausgeglichenen Lebens. Eines Lebens im Frieden. Wer im Frieden lebt, hat innere Freude. Schon im Volk Israel hat Gott verheißen, wenn sie sich umkehren zu ihm und lassen sich von ihm neu anrühren und segnen, wenn sie die Gemeinschaft suchen mit ihm, dann wird Freude in ihrem Leben aufbrechen. Das ist ein Beispiel auch für uns selbst. Ich lese uns mal aus Jeremia 33, wo der Herr Folgendes sagt zu dem Volk. So spricht der Herr, der alles macht, der schafft und ausrichtet alles. Herr ist sein Name, rufe mich an, so will ich dir antworten. Ich will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Vers 6, siehe, ich will sie heilen und gesund machen. Ich bin es, ich bin da. Ich will ihnen dauernden Frieden gewähren, dass sie zur Freude kommen. Und dann heißt es in Vers 10 und 11, ja, wenn ihr sprecht, es ist wüst um mich her, der Ort, wo wir wohnen, ohne Menschen, ohne Vieh, in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder Mensch noch Vieh, dann wird man dennoch wieder hören den Jubel der Freude und der Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, die sagen, dank dem Herrn Zebaoth, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Die Gemeinschaft mit Gott, sich anrühren zu lassen, in der Seele heilen zu lassen, richtet wieder diese Freude auf. Und hier hat der Apostel Paulus seinen Finger draufgelegt, weil er auch gesehen hat in den Gemeinden, da ist diese Freude leicht rückläufig. Man kann sich überhaupt nicht mehr so richtig freuen, dass man ein Kind Gottes ist. Man freut sich vielleicht über eine Gehaltserhöhung. Man freut sich vielleicht, endlich wieder mal ein Fest feiern zu können, mal aus dem tristen Alltag herauszukommen. Aber die Freude, ein Kind Gottes zu sein, dringt oftmals gar nicht mehr so durch. Darum sagt er, freut euch in dem Herrn, und zwar nicht nur auf irgendeinem Weg, an einem Tag, sondern alle Wege. Liebe Geschwister, das muss man für sich buchstabieren. Alle Wege, ich kenne ja eure vergangene Woche nicht, in der ihr gelebt habt, ob ihr euch alle Wege in dem Herrn gefreut habt. Ich kenne nur meine Zeit und ich weiß, dass es da viele Dinge gibt, die einem diese Freude stören wollen. Und man muss immer wieder ringen im Gebet, Herr, ich bleibe bei dir, komme, was will. Die Freude, zu dir zu gehören, lasse ich mir nicht nehmen. Und sie soll dominant sein über meinem täglichen Leben, gleich wie es aussieht. Wenn der Apostel Paulus hier uns Gläubige aufruft, in dem Herrn diese Freude immer wieder zu erleben, gibt er zugleich ein Zeichen dafür, dass es eine Aufgabe ist, in dieser Welt diese Freude zu haben. Denn das sollen andere sehen können. Die Freude hat man nicht nur für sich im Herzen im Advent, sondern es soll eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sein. Wenn unser Leben betrachtet wird, soll hervorkommen,
diese Zuversicht und Stärke, die wir in Gott haben, so dass wir auch ein anders geprägtes Wesen haben können, dass wir die Güte und oder Lindigkeit allen Menschen zeigen können, dass wir sanft mit ihnen umgehen können. Wie kommt denn das in einer Zeit, wo man Krieg führt, vielleicht sogar miteinander im kleinen Kreis und Völker im großen? Wie kann man dort sanftmütig sein und in Lindigkeit dem Nächsten begegnen? Denn alle anderen Freuden sind ja Scheinfreuden. So sagt auch das Wort in Sprüche Salomo, Kapitel 14, Vers 13. Selbst beim Lachen kann das Herz trauern. Und nach dieser Freude, wenn man keine echte hat, sondern lacht und eigentlich traurig ist, kommt danach das Leid. Kommt danach das Leid. Alle Freuden dieser Welt vergehen, haben einen bitteren Nachgeschmack. Man zehrt im Augenblick, wenn man drin steht, davon. Aber wenn das Licht ausgeht, wenn die Festlichkeiten vorbei sind, kommt der raue Sturm des Alltags wieder. Und das Leid ergreift unsere Seele. Merken wir, worauf hier der Apostel aus ist. Er sagt, das Licht des Herrn soll in euch brennen bleiben. Eure Rede soll davon bestimmt sein. Eure Handlung, euer Denken, eure innere Zuversicht auf die Wiederkunft des Herrn. Noch ein anderes Wort aus dem Buch der Sprüche lautet: Wenn wir uns nur auf die äußeren Freuden verlassen, damit wir ein Leben haben, was geprägt ist von Gutem, dann sind wir den Toren gleich. Sprüche 15, Vers 11. Dem Toren ist auch die Torheit eine Freude. Das heißt, das Nichtige, auf das er seine Hoffnung setzt, das ist ihm eine Freude, aber es ist töricht. Die bleibende Freude in Gott ist der einzig wahre Segen, der uns voranführt. Wir haben darin auch eine unversiegbare Freude, die niemals aufhört, weil Gott in seiner Zuwendung zu uns auch nicht aufhört, uns zu segnen. In diesem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben erzählt der Herr Jesus den Jüngern, wie sie gut in der Nachfolge seiner Fußspuren stehen können, indem sie die tiefe Innigkeit mit ihm pflegen. Und dann setzt er folgende Worte hinzu, nachdem er ihnen ja etliches gesagt hat, und erklärt ihnen, warum er ihnen das sagte. Wozu ist das wichtig? Ja, das ist gut, das kann man anhören, das kann man bewegen, scheint auch fruchtbar zu sein. Aber der Herr sagt, ich sage euch das damit, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Darum habe ich euch das gesagt. Ihr sollt euch freuen. Ihr sollt euch freuen über dem Geschenk des himmlischen Vaters. Ich weiß, als Kind freut man sich über kleine Spielsachen, Geschenke, ist auch alles legitim und richtig. Aber so wie erwachsen sind, sollten wir nicht an solchen Freuden stehen bleiben, sondern sollten die hohe Freude der Berufung, ein Gotteskind zu sein, Raum geben. Jeremia, der wirklich viel Schlechtes erlebt hat. Er war ein berufener Prophet. Er musste Gottes Wort verkünden dem Volke Israel. Und was erntete er? Dankbarkeit? Nein, er erntete Schläge.
Er wurde in die Grube, ins Gefängnis geworfen. Er wurde verspottet. Aber er sagte etwas Wichtiges. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und mein Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Jeremia 15, Vers 16. In den Versen zuvor sagt er, was er alles Schwieriges erlebt. Aber dann kommt er zum Kernpunkt und sagt, diese Freude an dir, die kann mir keiner nehmen. Ich bleibe bei dir. So oft ich dein Wort empfange, dein Zuspruch empfange, bin ich genesen, bin ich froh, bin ich getröstet, denn ich gehöre zu dir. Liebe Geschwister, das soll uns im Advent auch wieder ganz neu bewusst werden. Das Bewusstsein, ich gehöre zu Gott. Ja, was kann denn dann noch geschehen, wenn ich zu Gott gehöre? Was kann mir denn Übles geschehen? Alles Üble, was mir geschehen könnte äußerlich, so wie dem Jeremia, ist kleiner als die Freude am Herrn. Muss irgendwo zu Ende gehen, das Übel, aber die Freude am Herrn bleibt. Sie ist immer größer als jede Anfechtung. Jakobus hat das auch in seinem Brief so wunderbar formuliert. Und wir denken manchmal darüber nach und sagen, kann denn das möglich sein, dass wir über allem Sichtbaren doch noch in der Freude am Herrn stehen? Im ersten Kapitel gleich schreibt Jakobus, liebe Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Wisst, dass es euch nur zum Besten dient. Achtet es für Freude. Haben wir das in der letzten Woche mal probiert? Schlechte Erfahrungen, die wir mit der Umwelt gemacht haben, mal als Freude zu betrachten? Mal Gott Danke zu sagen, du stehst doch über allem. Da kann doch kommen, was will. Haben wir das mal ausprobiert? Wo wir das ausprobiert haben, wurden wir getröstet und froh. Wir konnten das Schwierige loslassen und dem Herrn überlassen. Achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Nicht nur ab und zu, sondern alle Zeit. Wir können sagen, diese Freude bedeutet doch, lasst euch von keinen Gefahren und Widersprüchen in dieser Welt ängsten. Ob es jetzt die Flüchtlingswelle ist, der Krieg im Nahen Osten oder andere Schwierigkeiten auf der moralischen Ebene. Lasst euch nicht ängsten. Menschen, die Angst davor haben, die müssen dagegen auftreten. Christen sind frei. Sie brauchen nicht dagegen aufzutreten. Sie halten sich weiter an dem Herrn. Da ist ihr Zuhause. Aber Menschen, die sich unter den Lasten klagen und sich aufregen darüber, müssen kämpferisch werden gegen die Dinge. Und da verschleißen sie ihre Kräfte und erreichen nichts, gar nichts. Von keinen Gefahren und Widersprüchen in dieser Welt sollen wir uns ängsten lassen oder von den weltlichen Wesen und Werken der Gottlosigkeit erschrecken lassen. Denn Jesus Christus selbst hat alles unter Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Der Apostel durfte auch die Worte aus dem Psalm 8 zitieren.
und sagen, ihm ist alles unter seine Füße getan. Er hat alles unter Kontrolle. Wir brauchen ihm nicht zu helfen in der Kontrollfunktion, sondern wir wollen in der Freude an ihm, an dem, was er tut, bleiben. Denn er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, das ist ja nicht nur eine Druckerschwärze und ein Satz, der da in der Bibel steht, der so nebenbei gelesen wird. Das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Ihm ist tatsächlich alle Macht gegeben und Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn wir im Advent leben, sollen wir frei und froh leben. In dieser Gewissheit, das stimmt auch. Wo unsere Freude und Zuversicht zum Herrn gestört wird, tritt nämlich wieder Unfähigkeit ein, ein Zeuge der Gnade Gottes zu sein. Die Unfähigkeit tritt wieder auf, Sieg zu haben über die Anfechtung, Sieg zu haben über Sünde. Die Unfähigkeit, in der Erwartung der Wiederkunft Jesu zu stehen. Wir drängeln sie dann innerlich beiseite. Das darf nicht wahr sein, dass der Herr vielleicht jetzt schon kommt. Jetzt doch nicht, wo mir alles so wichtig geworden ist in dieser Welt. Unsicherheiten würden sich dann wieder aufmachen darüber, welchen Weg wir gehen sollen. Wir wüssten nicht mehr ein und aus. Die Freude und Zuversicht zum Herrn zeigen uns aber stets die Wahrheit dieser Worte, wie ich schon gesagt habe, es ist ihm alles unter seine Füße getan. 1. Korinther 15, Vers 27. Und wie es Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Diese Worte werden uns dann wieder ganz wichtig. Oswald Chambers hat das mal so ausgedrückt. Wenn wir Angst haben, sollten wir selbstverständlich zu Gott beten. Aber als unser Herr darf er auch erwarten, dass die, die ihn anrufen, ein Grundvertrauen zu ihm haben. Gott erwartet, dass seine Kinder ihm so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie in jeder Krise ruhig und zuverlässig handeln können. Es gibt Zeiten, da verläuft unser Leben ruhig und ohne Krisen und wir tun alles Menschenmögliche. Aber wenn eine Krise eintritt, zeigt sich augenblicklich, auf wen wir uns verlassen. Wenn wir gelernt haben, Gott als Herrscher anzuerkennen und ihm zu vertrauen, wird die Krise deutlich machen, dass wir Tod und Zerstörung ins Auge sehen können und doch nicht das Vertrauen auf ihn verlieren. Ich denke, er hat es gut ausgedrückt. Das Verlassen auf den Herrn und erfahren, dass er über allem steht. Die Freude am Herrn bedeutet auch immer wieder neu das Wissen, dass seine Liebe, dass die Liebe Gottes und seine Fürsorge für uns nie versagt und nie aufhört. Ich freue mich über diese Aussage in Johannes 13, wo es heißt von dem Herrn Jesus im ersten Vers, wie er geliebt hat die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Ohne Aufhören. Realisieren wir das noch in unserem Herzen? Dass Gott in Jesus uns liebt, alle Zeit? Das heißt doch, er will seine Fürsorge uns jeden Tag aufs Neue geben und uns verspüren lassen. Denn es heißt nicht umsonst in der Schrift, dass alle Dinge denen, die ihn dann auch lieben, zum Guten dienen müssen.
Und diese Sicherheit macht uns frei zum guten Handeln. Eure Nachgiebigkeit, so haben wir lesen können, Lindigkeit, lasset kund werden allen Menschen. Wer kann gelassen sein? Nur der, der ganz auf den Herrn seine Hoffnung setzt. Der kann das tun, was auch Petrus schrieb in 1. Petrus 3, Vers 9, dass man nicht das Böse mit Bösem vergilt, dass man sich nicht selber rechtfertigen will, sondern segnet vielmehr. Segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass auch ihr den Segen erbt. Segnet, segnet. Wir könnten uns kurz fragen, was hindert denn nun diese Freude am Herrn? Es kann der Klein oder auch der Unglaube sein. Die Jünger waren doch froh, dass sie berufen waren, Jesus zu folgen. Er hat gesagt, kommt, folget mir nach. Und sie gingen Tag ein, Tag aus mit ihm. Sie wussten sogar, dass er der Messias ist. Das wurde offenbar in Caesarea Philippi. Alle hörten das. Er ist der Messias. Und nun fuhren sie, in Matthäus 8 lesen wir das auch, über den See Genezareth. Jesus war dabei. Er war im Boot. Und nun kam ein kleiner Sturm auf, dass das Wasser sogar in das Boot schwappte. Und die Jünger riefen ihn an, weckten ihn auf. Wir verderben. An anderer Stelle heißt es, fragst du nichts danach? Und Jesus sagte, ja, wo ist denn euer Glaube? Ihr lasst euch erschrecken durch diese Wellen? Bin ich nicht dabei? Das hieße ja, wenn ihr untergeht, dann gehe ich auch unter. Ich bin doch da. Dann geht ihr nicht unter. Wo ist euer Glaube? Und Jesus gebot Wind und Wellen und alles wurde ruhig. Es kann aber auch manchmal hinderlich sein, der Ungehorsam. Wir wissen genau, was wir tun sollen und machen uns unsere eigenen Gedanken über die Wege Gottes. Da ist mir das Beispiel des ersten Königs Israels so wichtig geworden, Saul. Ein Mann, der aus dem Nichts erhoben worden ist zum König über Israel, gesalbt von Gott, den Heiligen Geist empfangen, kriegte Aufträge, für Gott unterwegs zu sein. Dem Amalek und den Amalekitern das Gericht anzukündigen, die nämlich dem Volke Israel entgegentraten, als Gott es aus Ägypten führte und wollte es ins gelobte Land bringen. Und Samuel sagt, das ist der Auftrag, Saul. Du sollst hingehen jetzt und die Amalekiter schlagen. Alles, was dort lebt. Und wir lesen dann in 1. Samuel 15, dass er nicht alles so tat. Er brachte gute Tiere mit, er brachte den König Agag mit und er sagte, naja, ich dachte, ich tue Gott einen Gefallen, wenn ich das mache. Und dann kriegt er die Antwort, Saul, Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Auch wenn du denkst, dass du mit dem Opfer Gott einen Gefallen tätest, Gott will den Gehorsam. Denn wenn du diesen Gehorsam nicht übst, kannst du nicht ein Segen sein für andere. Und das lesen wir später dann in Kapitel 28, 5 und 6, wo es dann heißt, Gott redete nicht mehr mit ihm. Das heißt, er wusste gar nicht mehr, was los ist. Er kam dann auch in der Schlacht um und er griff dann zu diesem furchtbaren Mittel, zu einer Wahrsagerin zu gehen. Gott redete nicht mehr mit ihm. Ungehorsam kann uns sehr von der Freude aus Gott trennen. Aber auch die Undankbarkeit. Ach, wenn wir das lesen in Offenbarung 3, Vers 17, wo der Herr sagt zu den Christen der Gemeinde, ach, ihr sagt, ihr seid schon satt.
Ihr braucht gar nichts mehr. Ihr seid auch gar nicht mehr dankbar. Ich kann euch gar nichts mehr schenken. Ihr würdet noch nicht mal mehr Danke sagen, weil ihr nichts mehr braucht. Ihr seid undankbar geworden. Und deswegen könnt ihr nicht mehr in meiner Gemeinschaft leben. Die Freude ist nicht mehr da. Dagegen richtet die Freude auf Dankbarkeit gegen den Herrn. Dankbar sein, dass er uns erfüllt hat mit seinem Geist. Und auch die Demut, und da kam ja wieder das Bild des König Davids vor Augen, wie er sich gedemütigt hat vor Gott, trotz allen Widersprechens der Menschen, als es darum ging, die Bundeslade in die Stadt Davids zu bringen, in 2. Samuel 6. Und er diese Bundeslade dorthin führte und tanzte vor Freude vor Gott und dieser Lade. Und andere schauten ihn an und sagten: Wie siehst du denn aus? Was machst du denn da? Du entehrst dich ja. Du bist doch König. Und jetzt tanzt du hier mit einem Leinrock rum, machst dich so klein. Und er sagte zu dieser seiner Frau, die ihm versprochen war, Michal, die er dann aber nicht bekam: Ich will in meinen Augen noch viel geringer werden. Ich will gar nicht so groß sein. Ich will gar nicht im Konkurrenzkampf mit den anderen stehen wollen. Ich will gar nicht besser sein als die. Ich will in meinen Augen noch viel geringer werden. Aber ich will mich freuen am Herrn. Ich mache weiter. Ich will dem Herrn die Ehre geben. Das ist mein Leben. Und Freude ist auch Sieg über die Sünde. Ach, im Psalm 118, Vers 15 steht dieses herrliche Wort: Man singt mit Freuden vom Sieg. Vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Ja, das ist das, was Paulus hier der Gemeinde nahe bringt. Darin steht und besteht und bleibt in der immer währenden Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Und währenddessen in der Hoffnung, aus seinen Heilsbrunnen zu schöpfen, Tag für Tag, so wie es auch in Jesaja 12 steht, Vers 2 und 3, das will ich uns doch noch lesen. Jesaja 12, 2 und 3, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und ich fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und so konnte auch dieser König David sagen: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und die Antwort Gottes war: Ja, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen. Und da sprach David: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne, zu deiner Rechten ewiglich. In Psalm 16, Vers 11. Das ist die Orientierung im Advent. In dieser Freude sollen wir bleiben, gleich was uns äußerlich begegnet. Von einer Glaubensschwester konnte man Folgendes lesen. Sie war seit 20 Jahren an ihre Leidensstätte gebunden und man sprach über ihre Freude in der ganzen Bezirksgegend, wo sie wohnte. Viele, die diese Frau, diese kranke, arme, gläubige Frau besuchten, ihre Stimme hörten und das lächelnde Angesicht sahen und dabei auch wussten, dass sie nicht einen Tag ohne Schmerzen wäre, bekamen Gelegenheit, die Wirklichkeit eines gottseligen Lebens kennenzulernen.
Denn diese bettlägerige Gläubige, von dieser ging eine merkwürdige Kraft in die ganze Umgebung aus. So dass die Leute sagten und sich fragten, was ist das, das den leidenden Christen befähigt, Gott stets dankbar zu sein? Was ist das? Und viele wandten sich zu Gott und dankten ihm dafür. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ein Lutherwort zum Schluss. Über den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, lautet: Die sich an Gott freuen, die fragen nichts danach, ob das Übel kurz, lang, zeitlich oder ewig sei und bleibe. Denken und sorgen auch nicht, wie das Ende werden wolle. Lassen Gott walten und wollen nicht wissen, wann, wie oder wo er helfen wird. Darum gibt er ihnen auch die Gnade und schafft ihrem Übel ein Ende mit so großem Vorteil, dass es kein Mensch hätte ausdenken können. Das ist der Friede des Kreuzes, der Friede Gottes, der Friede des Gewissens, der christliche Friede, der macht, dass der Mensch auch auswendig still und mit jedermann zufrieden ist und niemanden beunruhigt. Das begreift keine Vernunft, dass ein Mensch unter dem Kreuz Freude empfinden kann, unter dem Unfrieden in der Welt Frieden haben kann. Das ist ein Werk Gottes, das niemand bekannt ist, außer dem, der es erfahren hat. Freut euch in dem Herrn, denn der Herr ist nahe. Nahe heute, aber auch nahe im Blick auf seine Wiederkunft. Amen.